schildern hier oder werden überfahren oder. Hey, die hat damals mit Stefan, mit Popo und mit den ganzen Jungs zu tun gehabt. Das war klar, dass die so können. Und irgendwann hat sie mal zum Stefan gesagt, Stefan, meine Strumpfhose rutzt. Das durfte ich dann gar nicht wiederholen, also fuchsteufelswild war. Ja. Weil das Stefan natürlich gleich an die Strumpfhose hoch und so. Stefan, meine Strumpfhose rutzt. Geh ab! Und? Okay, Jakob, du bist schneller dort, aber ich bin schneller an deinem Fahrrad. Ausgetrickst. Wenn man keine Lust hat, einfach sagen, wisch was? Wisch was? Wisch was? Wenn ich dann, wenn das was, dann tue ich nicht mehr das andere. Echt? Das ist aber nicht. Das sieht ja aus den anderen Leuten. Wo hoch? Da oben. Wenn da Platz ist, da ist dort links Platz, da ist auch schon gerade. Ja, du machst stellst da hin. Jetzt hat er mich gefilmt, hey, die ganze Zeit oder was? Hey, was willst du, hey? Hey, was willst du? Hey. Komm, wir machen nicht so wie wir, hey. Hey, hey komm, hey, das du nicht, nicht, hey. Ich weiß, wo du bist, hey, und ich weiß auch, wo du bist. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich weiß, wo du bist. Bin ich auch froh, dass ich den Reiter für morgen, weil ich immer wieder Wetter ist. Dann kann man nichts machen, aber. Mach mal mit deiner Hand was, also ich guck erst mal. Könnten wir das auch den Andi, oder? Heißt der? Wer? Du? Stefan. Stefan. Andreas, Stefan. Darf ich mal reinfassen? Ja, muss ich halt gucken, nicht aufs Blech. Ja, aber du kannst, ob du drauf kannst, damit lange.
Entspannen. Perfekt. Gerüche, das ist einfach was, kann man schlecht beschreiben, Mama, das packt dich. Mhm. Na, du riechst irgendwas und dann denkst du, eieiei. Okay. Ja, genau. Du kannst auch so in die Richtung gucken. Also, ein Bild. Also nicht ganz so weit. So? Ja, sehe ich. Super. Okay. Weil ich auch den Thermometer habe. Das ist immer so viel. Alles so gut, wie der dazu hat. Okay, warte mal. Ich gehe nochmal nah an die Hände ran. Okay. Ja. Fränkischer Grünkern. Achso, und kannst du den Kaugummi aussprechen? Das ist kein Kaugummi, das ist ja. Das ist Grünkern? Ja, das ist alles Grünkern. Okay, jetzt kommen wir hier auf die Bar und der Belag ist jetzt mal, der ist vielleicht so 10, 15 cm und Gewicht sind vielleicht so 150 Kilo. Und bis er dann, bis die Bar dann fertig ist, das heißt gesagt ist, sind es noch 70, 80 Kilo. Also die Hälfte verdammt. Und was man halt draus machen kann, ist halt einfach das Schöne. Früher, so vor. Bist du engagiert? Wollt ihr das im. Bitte? Bist du engagiert? Ja, so mehr oder weniger. Wollt ihr das im Laden? Sagst Grüße in Eppersch. In Ordnung, mach ich. Schön, danke, vielen Dank. Gerne und bis vielen später. Dank. Bis später. Bis später, vorsichtig. Grüße an die Berner, gell? Mach ich gern. Tschüss. Will ich happy in meinem Haus. Nicht viel. Und dann kommen Leute und wollen halt. Die meinen es alle gut, aber die sagen halt, die haben da einen Wohnzimmerschrank, die haben da eine Tischgarnitur und irgendwann sagst du halt, hey, stopp, stopp. August, nee, 21. Aber der hat irgendwie kaum Irgendwie habe ich gesagt, das ist nicht wenn ich dich sehe. Und rotiert dann. Ja, da vielleicht eine Möglichkeit. Ja, das ist eine Sache. Wenn die dort wären. Ach so, das ist doch da in den Menschen, mit dem sie 50, 60 Jahre sind, weil du mit der Frau nicht mehr so gut in die Ecke ja, ja, und dann bin ich. Fritz hat gesagt, vor Mittwoch geht nichts. Hat er gemeint, der Fritz. Aber ich habe schon zum Thomas gesagt, das kann ja sein, dass es doch früher ist, aber ich muss mich selber mal schlau machen, muss selber mal vorbeifahren. Du meinst, weil er nicht reif ist? Also weil fertig ist? Weil er nicht reif ist. Und wegen Wetter auch vielleicht. Nee, ich meine, wenn es besser kalt am Fresche jetzt. Oder ich denke, er wartet noch. Aber ich habe gedacht, ich guck mal, aber das ist das, was so passt, ey, was dies ja so irrsinnig passt. Ich treffe den Fritz immer. Immer wenn ich komme, ist er da. Und er wollte gerade wegfahren. Und letztes Mal wollte er auch gerade wegfahren. Und letztes Mal, ah, und wenn du ein schlechtes Jahr hast, dann ist er gerade weggefahren, dreimal. Das war jetzt auch eine Weisheit, da brauchst du kein Buch lesen mit Sokrates.
Klopapier! Ganz in den Ei gelangt. So Scheibe Käsemilch. Ich sag, ja, und oh doch, da habe ich noch Päckler. Das ist echt so witzig bei der Nähe. Der war gut. Okay, ich schaffe jetzt was. Ja, so Boxershorts halt. Und dein Vater hat Boxershorts gehabt? Ja, am Schluss, ja. Er hat am Schluss Geschisser gehabt. Geschisser, meine Oma hat immer gesagt, Schisser. Du hast ja jetzt da so schön die Sonne rum. Also, ich meine, das ist ja so schön die Sonne jetzt. Ja. Vielleicht sollte man das drüber machen. Okay, hier. So viel. Nee, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt hier ein bisschen Freizeit habe. Hm.